Das, was wir hier sehen, ist ein kleiner Roboter, den ich als Auftragsarbeit für eine Schule flicke. Da war der Akku kaputt. Das ist einerseits das Gehäuse, das wir auftun mussten, der Print, den wir rausnehmen mussten. Man sieht hier einen zerlegten Roboter, der wirklich bis ins Getriebe zerlegt werden musste, damit man dann den Akku entfernen und tauschen konnte. Leider sind viele Geräte so konstruiert, dass sie nicht gemacht sind, zum Reparieren. Das ist natürlich schade, weil vielfach ist es mit wenig Aufwand gemacht, dass man die Lebensdauer des Produkts verlängern kann, wenn man etwas Kleines wieder tauschen kann und so das Gerät wieder funktioniert. Jetzt ist es aber so, dass in der EU eigentlich genau in diese Richtung Bestrebungen gibt, oder? Wie ist es in der Schweiz? Also das, was in der EU im Gang ist, nennt sich Right to Repair. Also das Recht, etwas dürfen, zu reparieren, dass das so gebaut ist, dass man es darf reparieren und kann reparieren. Das wäre natürlich wünschenswert, wenn das in der Schweiz auch so ist. In vielen Orten hinkt die Schweiz mit der Übernahme von diesen Gesetzgebungen ein bisschen hinterher. Da hoffe ich natürlich, dass wir gleich auch von dem profitieren können und wir Reparateure das Leben erleichtert bekommen. Dann muss es aber auch Leute geben, die das reparieren können. Also grundsätzlich, wenn das Material, die Geräte, den Leuten etwas wert sind und sie es wollen reparieren und die Geräte auch so gebaut sind, dass man sie reparieren kann, bin ich überzeugt, dass automatisch ein Markt entsteht von Reparateuren auch auf der Profiseite. Bei Kaffeemaschinen, bei Handys, auch beim Auto gibt es das schon seit eh und je. Es ist klar, dass man etwas so Wertvolles repariert. Und es wäre schön, natürlich, wenn das bei einfacheren Haushaltsgeräten der Fall wäre. Jetzt gibt es Leute, die, statt dass sie etwas reparieren legen, bringen sie es ins Recycling und haben das Gefühl, ja, das ist gut. Das ist aber nicht unbedingt, oder? Wenn etwas wirklich kaputt ist, dann ist das sicher gut. Wenn aber bei einem Föhn oder bei einem Staubsauger nur für 2 Franken ein Teil kaputt ist gegangen, das man einfach tauschen könnte, aber die Leute das nicht wissen und niemand kennen, was es flicken kann, dann geht sehr viel Ressourcen eigentlich verloren, die man ganz einfach noch weiter betreiben konnte und so unnötig muss vorgeschossen werden. Die Reparaturbewegung arbeitet auf das her. Es gibt schon ganz viele Repair-Café, die eben den Leuten ermöglichen sollen, kostenlos Sachen reparieren und ihnen eine längere Lebensdauer geben. Wie gross der Anteil der Bevölkerung heute ist, kann ich nicht so recht sagen. Aber ich hoffe natürlich, sie wächst. Wir sind momentan an der Erarbeitung der Klimastrategie. Wir haben 2 Sounding Boards durchgeführt, zusammen mit der Bevölkerung, mit Parteien, Verbänden und der Wirtschaft. In dieser Klimastrategie ist eine der Stossrichtungen die Kreislaufwirtschaft. Da geht es um Ressourceneffizienz, dass man Kreisläufe schließt, also dass man Abfall, wenn möglich, vermeidet und die wiederverwertet, also im Kreislauf behalten, sodass man weniger Rohstoffe braucht und gleichzeitig die End of Life sind, dass man sie wieder in den Kreislauf einfügen kann. Und etwas, was daran wichtig ist, ist, dass man Komponenten wie trennt, also dass man wie sortenreine Trennungen macht, dass man Sachen nicht verklebt, sondern zum Beispiel verschraubt. Die Stadt Thun ist ja Frontrunner, wenn es um die Energiestrategie geht. Wie ist das zu verstehen? Wir haben bei der Ausschreibung vom Bundesamt für Energie mitgemacht, wo Städte ausgezeichnet werden, die das Netto-Null-Ziel 2050 verfolgen und gleichzeitig auch eine Smart City werden wollen. Ich habe es vorhin angesprochen mit der partizipativen Erarbeitung der Klimastrategie. Aber dieses Jahr gehen wir noch weiter. Wir werden dieses Jahr ein Reallabor aufbauen, eine Innovationsplattform, wo man neue Ideen oder auch Geschäftsmodelle zusammen entwickelt. Und dann werden wir auch in eine partizipative Projektausschreibung gehen, wo die ganze Bevölkerung eingeladen ist, ihre eigenen Klimaschutzideen einzugeben. Und die werden dann sozusagen online in ein Voting geben und die Bevölkerung kann dann auch darüber abstimmen, welches Projekt schlussendlich umgesetzt wird. Wie hängen Ressourcen und Energie zusammen? Indirekt. Wenn man es jetzt nicht nur energetisch betrachtet, sondern auch von CO2-Emissionen, wo schlussendlich auch eigentlich Energie dahinter steckt. Und das ist eigentlich eben die graue Energie, die in Gebäuden steckt, die in Materialien steckt. Und auch das müssen wir angehen, weil irgendwo auf der Welt fallen diese Emissionen an. Und es ist auch unsere Aufgabe, auch hier zu schauen, dass wir dort auch effizienter und vor allem auch suffizienter werden, also genügsamer. Auf
Offcut heisst ja eigentlich wie Abschnitt. Also es ist eigentlich das, was übrig bleibt, was man eigentlich nicht mehr braucht. Und so im übertragenen Sinn sind die Sachen, die wir hier ja verkaufen, ja, werden nicht mehr gebraucht, vermeintlich. Und wir bringen sie zurück in den Kreislauf. Das Bewusstsein, das wächst auf jeden Fall, also sowohl bei den Jüngeren, wo der Trend, glaube ich, sehr stark auch Richtung Secondhand geht, sei das jetzt bei Kleidern oder eben auch bei Materialien, wie wir es da verkaufen. Und was wir auch beobachten, sind ältere Leute, die hierher kommen und uns ganz viel mal einfach ihre, sage ich jetzt mal, Materialschätze vorbeibringen. Und sind dann immer eigentlich sehr froh, wenn sie wissen, dass sie da in guten Händen sind. Die Schrauben haben alle eine Geschichte, oder? Die Schrauben haben eine Geschichte. Alles, was da drin ist, hat eine Geschichte. Bei vielen wissen wir es. Aber es sind auch Gewerbetreibende und Unternehmen, es sind auch Geschäftsauflösungen zum Teil. Und dann kommt man hier rein und dann ist alles so hell und grosszügig und schön. Ist das ein bewusster Entscheid? Uns ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir die Materialien, die wir hier gespendet bekommen, auch schön präsentieren. Also ästhetisch ansprechend, weil für uns haben die einen Wert. Und nur schon, indem wir sie so präsentieren, geben wir ihnen einen Wert zurück. Das ist mal das eine. Und zum anderen ist es ja auch einfach viel inspirierender. Also wenn man an so einen Ort kommt und die Sachen sieht. Und es ist, wie gesagt, auch eine Sensibilisierung, zu merken, hey, das ist ja kein Abfall. Das ist noch total intakte Ware. Und das ist für viele, die das gerne haben, wirklich ein Paradies. Nachhaltigkeit ist ja gerade ein grosses Thema und im Museum für Kommunikation ist jetzt gerade eine Ausstellung gestartet, Planetopia heisst die, und dort geht es wirklich darum, was kann eigentlich jeder Einzelne von uns machen. Offcut Zürich, die haben den Geschäftsbereich Szenografie und die haben in dem Sinn dann die Museum gestaltet mit Materialien, die zu 90% wiederverwertet worden sind. Und ich denke mir, das ist eine tolle Zusammenarbeit, die dort zustande gekommen ist. Und wenn du in die Zukunft schaust, hast du das Gefühl, braucht es noch viel mehr so Institutionen? Was hast du das Gefühl? Mein Wunsch, der ist ganz klar und das ist auch meine Überzeugung. Wir müssen von dem Konsum, wie wir jetzt leben, wegkommen und wir müssen alternative Geschäftsmodelle entwickeln. Und es ist auch so eine Pionierrolle, die wir in diesem Bereich einnehmen und ich hoffe, dass es noch ganz viele weitere so Initiativen gibt.